Ey. Willst du fahren? Nee, ich nehme den Journey. Weißt du, Ach, du fährst mit deinem Vehikel runter. genau Gut, mit da dem kann ich Journey jetzt. komme ich da aufs Dach. Weil da kann ich jetzt nicht mitfahren, weil der weiß, dass ich auf jeden Fall einen gelben Ja, Audi ist fahre klar. und. Fahr da ganz normal hin. Am besten irgendwie so, dass man vom Dach aus irgendwie was mitkriegt. Dann steige ich hinten rum aufs Dach. Okay, so Wollen wir machen wir's. irgendwie ein Codewort machen, wenn irgendwas ist, nur zur Sicherheit. Ich meine, wenn alles gut läuft, dann komme ich eh runter und zeig mich. Okay. Ja, Codewort nehmen wir Napoli. 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 Alles klar, Napoli. Oh, Bist du super. sicher, dass du das gut einbauen kannst in einem Satz? Ja, da ruft schon wieder an. Alles klar, Napoli. Fake. Hilft doch nicht. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Oh, wer bist du denn? Maybe I didn't hold you. Always on my mind. Always on my mind. And I guess I never told you. I'm so happy that you're mine. Auf jeden Fall einen, if I made you feel ja. Second best. Ja. Girl, I'm so sorry. Lächeln. Ja, also manchmal muss ich bei mir, also Falco trägt mir einen Lächeln ins Smiley rein. Also kriegt er jetzt bei mir auch rein. Von dem Dach aus hörst du nichts, du kannst auch runterkommen. Wo bist du? Animal. Da wo du auch bist. Ey Leute, eure Musik ist so, echt scheiße. Was meinst du? Und dann schreiben sie so. Du bist auch scheiße. Ja, da kommt er. Tja, leider ist das wohl wahr. Diese scheiß Pisser. Die haben mich mit ihrer scheiß Musik abgelenkt. Was ist die Krawallrau, die ist da vorne. I like always on your mind, du hast so ein Scheiß. Was soll denn der Scheiß? Wahnsinn. Deshalb habe ich nichts gehört. Der hat gerade gesagt, der hat dich gesehen auf dem Dach hier. Da. Nils, hab ich dir nicht was von laut reden erzählt? Ich hab laut geredet. Ich bin da lang gegangen und ich hab kein Wort gehört. Erst die Schwachmaten mit ihrem Ghetto-Blaster hab ich gehört. Ich hab wirklich laut geredet, aber wenn die da vorne ihre Musik so scheiße laut haben. Frankie, was machst du hier?
was ich hier mache. Ich lebe hier. Du lebst hier. Wie du? Ich dachte, du wärst in der Kiste. Recht, hier nicht zu leben. Tja, das war dann wohl nichts. Wollte die Vergangenheit ruhen lassen, aber dann... Die Vergangenheit, aber nur die Vergangenheit, die du gerne ruhen lassen willst, oder? Wie meinst du das? Naja, weißt du, einmal verrückter Professor, immer verrückter Professor. Einmal Leute rum... Kann's mir egal sein. Nein. Doch. Ich hab gesehen, was du gemacht hast. Dann kannst du auch zu jedem Mörder gehen und sagen, mir ist nicht egal, was du machst, weil du Leute umbringst. Und ja. Kannst du den dafür umbringen. Kann ich. Ich kenne noch nicht so viele. Aber Opi, du bist doch im Herzen ein guter Mensch. Du kannst doch nicht so weitermachen, wie du eingegangen bist in das Zimmer, wo sie dich eingesperrt haben. Ja, wer sagt denn, dass ich das mache? Du hast mir doch letztens erzählt, dass du wieder irgendwelche... Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe zwei Menschen das Leben gerettet. Warum, dass sie jetzt so rumlaufen wie ein Frosch oder was? Nein. Das ist ein bisschen komplizierter, aber auf jeden Fall leben sie dank mir noch, weil sie sonst umgeschossen worden wären. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Menschen auf der Welt umgebracht. Sie wurden von bestimmten Gruppen bedrängt und daraufhin wurde mir beauftragt, ihr Gedächtnis von diesen Leuten zu löschen. Aha. Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder ich tue das oder diese Leute sterben. Soll ich den sterben lassen? Ich weiß ja nicht, ob ihr derzeit über die momentane Situation in Los Santos Bescheid wisst, aber hier werden 10-mal mehr Leute hingerichtet als früher. Jeder Idiot, der irgendwas Falsches macht oder sagt, landet direkt bei irgendeiner Gang und wird umgebracht. Und das hat uns früher doch auch nicht interessiert. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ja, das ist so. Und wenn ich da daneben stehe und die Auswahl zwischen sterben lassen und Gedächtnis löschen habe, dann nehme ich lieber das zweite. Jemand wartet auf mich. Ach. Ich würde auch gerne mitwarten. Hast du heute noch eine Operation vor dir? Nein, das ist eine Person, mit der ich gut klarkomme. Würde es euch was ausmachen, wenn die auch hierher kommt? Mhm. Ja. Ja, wir würden gerne die Person auch kennenlernen. Ja, dann musst du Nein sagen, wenn ich frage, ob es euch was ausmacht. Da hat er allerdings recht, ich sag's nicht gerne. Nee, ich hab verstanden, ob er was ausmachen soll. Alles gut, ne, Nils. Alles bring gut. Ich dir her. Und auf jeden Fall, ja, der hat halt angebaut. Aber das ist nicht wie dieses Straßenzeug, das ist was ganz anderes. Hat mir geholfen, in Verbindung mit Meditation meinen Geist zu öffnen. Heieiei. Ich hab einfach gelernt, mich besser zu verstehen. Das ist sehr wunderbar. In dem Sinne bin ich auch zum Positiven gewechselt. Ja. Ich arbeite zwar noch an meinen Forschungen, aber für die Menschen. Da bin ich ja sehr gespannt. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Ja, brauchst nicht nervös sein, das sind zwei alte Bekannte von mir. Okay. Grüß dich. Bin mir. Bitte was? Wer bist du? Mio. Es sieht aber ein wenig kaputt aus. Was? Ich komme ursprünglich aus Japan. Bin Mio. Das Asiatisch, Jungs. Ah, okay. Bin ich jetzt. Und woher kennt ihr euch? Das ist meine Enkelin. Deine Enkelin? Ja. Das ist deine Enkelin? Genau. Ja. Okay. Deine richtige Enkelin und dann hast du ihr das eingetrichtert, dass es deine Enkelin ist. Warum habe ich deine Enkelin nie kennengelernt? Das ist eine schwierige Sache. Mio, könntest du kurz zur Seite gehen? Ich muss... Okay. Warum? Ja, ja, lass sie doch hier. Nee. Die hört aber aufs Wort. Die ist auch gut trainiert. Seit wann kann ich Gedankenkontrolle? Mit Zwolle. Ich hatte mal eine Affäre mit einer Japanerin. Irgendwie ist das so dazu gekommen. Du brauchst dich nicht rechtfertigen, ich finde die niedlich.
Ja, bis auf dass ihr denkt, ich habe die kontrolliert. Und ja, es kommt so plötzlich, dass auf einmal eine Enkelin von dir hier auftaucht. Das ist wirklich ungewöhnlich. Also, ich habe die zufällig getroffen, da hat sie von ihrer Vergangenheit erzählt. Und dass sie irgendwie einen deutschen Opa hat und... Einen deutschen Opa? Ja. Also sie hat von ihrer ganzen Familie erzählt. Die scheint mittlerweile auch... Der Designer von ihren Hosen. Das verstehe ich müsste dann nicht dein Sohn, den du im Reagenzglas gezeugt hättest, der Vater sein? Nein. Moment. Miu, kommst du wieder? Wo bist du hin? Ach, da hinten. Miau. Die hört ja wie ein Schoßhündchen, ja? Ja, das klappt gut. Ja, wenn ich jetzt sage, könntet ihr mal kurz zur Seite gehen und dann sage, ihr könnt wieder zurückkommen, macht ihr das doch auch. Aber nicht so hastig. Mio, geht's dir gut? Ja, mir geht's super. Warum sollte es mir nicht gut gehen? Keine Ahnung. Nur so eine rhetorische Frage. Ist auch alles mit dir und du bist doch freiwillig hier. Ja, auf jeden Fall. Ja, das freut mich. Das ist doch die Hauptsache. Ja. Mio, erzähl mal, wie habt ihr euch denn wiedergefunden? Ich hab ihn hier in Los Santos wiedergefunden. Und wie? Auf welchem Wege? Ich war arbeiten und da haben wir uns wieder getroffen. Mhm. Wo warst du arbeiten, wo ich euch wiedergefunden habt? Ich war bei Metall. Bei Metall habt ihr euch wiedergefunden? Mhm. Frankie, seit wann machst du Metall? Schon immer. Schon immer. Da hat mich sogar Zeph letztens getroffen. Du bist quasi weggekommen von der Kaffeebohne. Du hast Zeph getroffen und du hast das überlebt. Ja. Okay. Okay, du bist also, nicht weggerannt mit nassem Blut. Nein. Ich war da, ich hab Hallo gesagt, er hat Hallo gesagt und als er weggefahren ist, hat er mich nur hinterher gerufen, bleib sauber, Frankie. Mhm. Kannst du ihn fragen? Ja, alles gut. Ich wusste gar nicht, dass du dann mit Tollbrunkel dann noch tätig gewesen bist. Das habe ich auch eine Zeit lang mit Erik gemacht. Mhm. Tot. Kannst du dich an die letzten Wochen und Monate erinnern? Ja, klack. Okay. Na dann fang mal an, ich bin ganz ohr. Und tschüss. Tja. Schon hat es die Sprache verschlagen. Die ist anscheinend allergisch auf deinen Charme. Ach, wie ich die danach vermisst hab. Ja. Kannst du dich noch erinnern, als der Alte auf dem Tisch lag? Das war ja so spaßig, dass mich Mediziner quälen. Strange, you look good, happily near. I can't sell a machine, baby.